Willkommen zu Skyrim. Im letzten Part sind wir hier ins Allerheiligste des Özdur vorgedrungen. Und vorher hatten wir noch unser erstes Erz abgebaut. Und hier sind wir ein bisschen vorgedrungen und dann hat uns hier dieser Draugar bis hier hinten wieder zurückgescheucht. Aber wir konnten ihnen eine Lektion erteilen. So, und dann wollen wir mal sehen, was jetzt hier im Allerheiligste auf uns wartet. Das hatten wir ja hier schon abgesucht. Ah ja, warum laufen die jetzt wieder? Hatte ich doch eigentlich abgestellt gehabt. Naja, dann halt noch einmal. So. Da oben steht noch ein Drauge. Mal sehen, kann ich mich hier. Gut, dann gucken wir uns hier, bis unsere Gesundheit wieder aufgefüllt ist, gucken wir mal uns hier um. Frostresistenz. Oh, nein. Kannst du den Bogen zücken? So. Hier gibt es aber nichts weiter. Da steht da in aller Ruhe. Versuche ich mal was. So, der läuft ins Feuer. Sehr gut. Der hat aber ordentlich was abgekriegt. So. Schwupps. Da oben war aber ja noch einer. Mal sehen. Da kommt er. Ich versuche ihn mal. Der hat aber auch schon etwas vom Feuer abgekriegt. Ich versuche ihn mal runter zu locken und ihn dann ja komm. So, jawohl. Batsch. So, dann wollen wir mal gucken. Hier kam anscheinend nichts raus. Hier kam ja der andere raus, der uns ja da weggescheucht hat. Hier ist auch weiter nichts drin. Und hier in der Ecke ist auch nichts. Hier gibt es auch nichts zu holen. Auch nichts. Gut, was habt ihr denn Feines für uns? Ne, dein Hackebeil will ich nicht. Ich pump mir mal dein Gold und dein Mehl. Eine kleine Fallgrube. Und du hast für uns ein paar Pfeile. Wir nehmen das Gold mit. Wir nehmen unseren Pfeil wieder mit. Das andere kannst du behalten. Okay. Dann eine Etage rauf mit uns. So. Immer wieder gut, wenn man wenn es klappt, solche Fallen halt zu nutzen. Klappt nicht immer. Aber diesmal hat es ja sehr gut geklappt.
Haben wir hier? Nee. Hier ist auch weiter nichts. Okay, okay, okay. Achso. Nur die Vase, die da rumgekullert ist. Nix. Okay. Okay, okay. Hier hätten wir auch nochmal abfeuern können, falls das vorne nicht geklappt hätte. Okay. Mal gucken, da ist im Moment keine Ruhe. Noch eine Holztür. Vor solchen Holztüren speichere ich immer sehr gerne. So. Okay. Aha. Okay. Eine Frau mit Motten, Falter, Nachtfalter, keine Ahnung. Vielleicht sind das Leute. Ne, die tragen ja jemanden. Scheint irgendwie so ein König gewesen zu sein. Da wird auch jemand getragen. Okay. Achso, das ist das gleiche Bild nochmal. Was haben wir hier? Im Prinzip quasi das gleiche Bild, nur dass jetzt hier ein Mann ist, der zwei komische Stäbe hält. Keine Ahnung, wer das sein soll. So, nochmal. Und was haben wir hier? Jetzt ist es auch ein Mann. Mit Flügeln. Okay, naja, da wird das gleiche sein. Gucken wir. Dann wird da wohl auch das gleiche sein wie hier. Ah ja, okay. Wem auch immer das darstellen sollte. So, jetzt sind wir an der Türe angekommen, wovon der Dieb gesprochen hatte. Das ist eine Tür, die alte Nords gemacht haben, um wirklich das Heiligste zu schützen. Und hier kommt nur derjenige rein, der den Schlüssel praktisch hat. Und wie das Tagebuch von dem sagt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. So, damit meinen sie, wenn man jetzt auf Sonstiges geht, goldene Klaue, so,
So. So, damit ist damit gemeint, die Klaue hat hier auch drei Symbole in der Fläche drin. Und in diesem Fall ist es halt oben ein Bär, dann kommt eine Motte oder halt so ein Falter und unten, ja, ich bezeichne es mal als Eule. Also müssten wir hier oben Bär, dann hier eine Motte und hier unten die Eule einstellen. Bär, Motte, Eule. Ups. Und das macht man so, indem man halt den Ring entsprechend aktiviert. Mit E. So. Da haben wir den Bären. Die Eule brauchen wir hier nicht. Den Bären brauchen wir nicht. Da kommt die Motte. Und nein, die Motte brauchen wir nicht. So. Jetzt haben wir hier Bär, Motte, Eule. Und hier, wenn wir das aktivieren, passiert das. Die Klaue wird reingesteckt. Und sie öffnet praktisch, die rastet da höchstwahrscheinlich ein und dann, ja, wie soll ich sagen, dann verbindet sich höchstwahrscheinlich da die Punkte miteinander. So, dann wollen wir mal gucken. Der Questplot ist jetzt in diesem Gebiet. Was haben wir? Fledermäuse. Mal sehen, was es hier so gibt. Ich mag ja ehrlich gesagt keine großen Räume. Da ist einfach teilweise zu unübersichtlich und jetzt können so viele Gegner sich da verstecken oder beziehungsweise halt aufhalten. Und man kann so schlecht so einen Raum richtig einschätzen. So, aha. Das ist interessant. Wer war denn hier noch vor kurzem und hat hier Kohle nachgelegt und hat die Flamme angemacht? Wir nehmen wieder lang lieber unseren Bogen raus. Man weiß ja nie. Hier ist niemand drin. Okay. Dann brauchen wir uns auch nicht davor zu fürchten. Ja, komm raus. So, dann gucken wir hier oben mal, ob hier vielleicht ein Trülein oder was wollte das Geräusch einem sagen? Ich weiß es nicht. Fehlte noch, dass so eine
Orgelmusik einsetzt. Somit sagen will, dein Ende ist bald gekommen. Aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay, da unten scheint auch nichts zu sein. Gucken wir hier. Hier ist weiter auch nichts. Ups, ouch. Ich weiß, es ist manchmal etwas langweilig, wenn ich hier die ganzen Ecken und so weiter absuche. Aber ich möchte ja letztendlich auch nicht unbedingt irgendwie einen Schatz. Oder manchmal findet man auch Waffen oder Rüstungsteile. Zwar nicht unbedingt immer besondere in dem Sinne, aber die haben teilweise sehr interessante Verzauberungen drauf. Und dann braucht man die Verzauberungen wenigstens gut, Verzauberungen lernt man ja nur in dem man diese Rüstungsteile hat, aber man kann ja auch die Sachen, solche verzauberten Gegenstände kaufen, aber die sind dermaßen teuer und ich möchte eigentlich ungern ja, wer weiß wie viel Geld ausgeben, um nur an die Verzauberung ranzukommen. Das möchte ich halt nicht. Deswegen möchte ich das nutzen und wenn es schon praktisch kostenlos in der Gegend rumliegt, möchte ich das auch dann, naja, nutzen. Hier hinten war doch noch was. Achso, das war da oben. Gut, gucken wir erstmal dann hier hinten. Warum wurde es auf einmal so dunkel? Naja, okay. So. Ja, gucken wir da noch. Hopp, komm hoch. So. Okay, hier ist weiter nichts. Wir hier oben immer und in solchen Spielen also Rollenspiele ist es immer eigentlich empfehlsam alles abzusuchen, weil man sieht hier, dass man auch Erfolg haben kann. Wir knacken das jetzt hier. Aha, hier. Noch etwas runter. Und da haben wir es auch schon geknackt. Schön, Amethyst, Gold, Stabarm, Seelenstein und ein Diadem. Okay. Gucken wir mal. Okay. Was ist denn das für ein Geräusch? Okay. Hat wohl nichts so zu sagen.
Okay, dann gucken wir jetzt auf die andere Seite. Da ist es wieder. Da geht's rauf. Dann gucken wir hier. Achso, da unten waren wir ja. Ah, sieh an, sieh an. Hat sich auch wieder gelohnt. Die ist nicht zu knacken. Gut, dann gucken wir so rein. Lederarm, Pelzarm, Schienen lassen wir hier. Die Pfeile nehmen wir mit. Das Gold. Seelenstein und die zwei Tränke nehmen wir mit. Gut. Dann können wir hier wieder nach vorne. So. Ja, dann muss ich auch diesen Part hier schon wieder beenden. Die Zeit ist um. Schön, dass du dabei warst und würde mich freuen, wenn du auch mich im nächsten Part weiter begleiten würdest. Und da schauen wir nach, was es mit dieser komischen Teil auf sich hat. Und wir gucken nach, wo uns der Questplot noch hinführen wird. Also, bis denne dann. Ciao.